Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo geht es um den deutschen Dichter Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, der eigentlich Ernst Theodor Heinrich hieß, aber sich in einem Akt der Selbstbenennung nach seinem großen Vorbild Wolfgang Amadeus Mozart eben Amadeus nannte und fortan als E.T.A. Hoffmann in der Literaturwissenschaft bezeichnet wird. Hoffmann ist als Begründer der Fantastik von großer Bedeutung, auch für gegenwärtige Verfilmungen, für gegenwärtiges Theater und für gegenwärtige Romane, die also alle letztlich auf dem basieren, was Ernst Theodor Hoffmann in die Literatur brachte. In vielen Lehrbüchern werdet ihr lesen, dass Hoffmann also den Romantikern zuzuordnen sei. Das ist eben falsch. Hoffmann hatte immer seine Probleme mit den sogenannten Romantikern. Vor allem deshalb auch, weil er eben ganz andere Wertvorstellungen besaß. Und das hat was mit dem deutschen Philosophen Gotthilf Heinrich Schubert zu tun, der zu Hoffmanns Zeiten lebte und zu der Zeit also recht bekannt und beliebt war. Manche nennen ihn auch einen Popularphilosophen. Und weil Hoffmann sich eben auf Schubert besann bzw. berief, ist er kein Romantiker. Und das werde ich jetzt an einigen Beispielen deutlich machen, damit das verstanden wird. Was nämlich hat unser Freund Schubert alles gelehrt? Er hat Dinge gelehrt, die weit über das hinausgingen oder jenseits von dem lagen, was Romantiker unter Wert verstanden. Da war zum Beispiel die Symbolik des Traums. Das hat nicht Sigmund Freud erfunden und das ist nicht ein Gedanke, den Sigmund Freud erst 70 Jahre später entwickelte, sondern das hat Schubert bereits erkannt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com